Halli, hallo, Hallöchen und willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe eine Ü-Post bekommen und zwar von Anita Köhler. Ja, wer mag das sein? Das ist Paper Bead Patty. Ich hatte nämlich mal ein Video gemacht zum Papierperlen drehen. Ich habe ja die Werkzeuge. Das Video verlinke ich euch da oben. Und als sie das durch Zufall entdeckt hat, da wollte sie mal, weil sie meinte, die Erklärung wäre super toll und ich muss mal selber nochmal angucken. Da meinte sie, als Dankeschön wollte sie mir was schicken, ne? Ja, und das hat sie getan. Also, das ist paperbeatpatty.com. Drehen, lackieren, sich freuen. Ja. Und da hat sie mir geschickt. Na toll, jetzt klebt es fest. Ja, da ist er nämlich auch drauf, der Aufkleber. Und ich finde den ja schon so süß, ne? Das Mädi da. Das ist der Halter für die Tools, für die Werkzeuge. Und noch Ösen. Boah, das finde ich so cool, ne? Und die werde ich bestimmt nicht für irgendwas anderes nehmen, weil die haben einmal einen ganz tollen Glanz. Und guck mal, da ist ja ein Silberner drin, richtig Silberner und so, ne? Also 925er Silber, die haben ja einen ganz eigenen Glanz und damit veredelt man seine Perlen auf jeden Fall. Und da könnt ihr lange gucken, ich habe auch lange geguckt, die gibt es noch woanders. Und ich finde doch gut, alles an einer Stelle. Ich fand das aber schon lustig, ne? Ich hatte in letzter Zeit so oft gedacht, boah, du musst mal auf die Website gehen, die hat ja auch immer so coole Papiere. Ich werde jetzt demnächst auf Website gehen. Wenn ihr das Video hier seht, dann war ich bestimmt schon da und habe mir nochmal gekauft und diesmal auch Papiere. Also das Ding hatte ich noch nicht. Denn, ja, jetzt hau doch nicht ab. Bleib doch hier. Jetzt kommt her. Das sind alles Feischlinge. Ich habe die immer in meiner Holzbox liegen gehabt. Und ja, das ist jetzt der Extra. Ich meine, damit macht man die Perlen, die man dann hiermit zusammen machen kann, ne? Die haben den Innendurchmesser was größer, wenn man die damit dreht. Damit kann man aber auch Perlen drehen, habe ich auch schon gemacht. Und hier, da kannst du ganz kleine Perle mitdrehen. Da ist nämlich der Schlitz. Boah, ich habe die Finger so dreckig. Ich habe schon eben noch ein anderes Video gemacht, deswegen. Und wenn einer sagt, ja, die rosten aber bei mir nach einer Zeit, ja, bei mir auch, wenn ich mich nicht drum kümmere. Ich habe die rausgeholt und da war auch ein bisschen Rost dran. Aber dann nehme ich mal einfach ein Küchentuch, ein Baumwolltuch oder irgendwas. Mach da ein bisschen Öl drauf, kein Salatöl. Ja gut. Das habe ich aus dem Discounter, WD-40. Bei uns ist aber auch immer ein Silikonöl im Haus oder Ballistol. Obwohl ein Silikonöl dafür finde ich nicht so gut. Dann lieber hier sowas. Oder halt Ballistol, das sehr, sehr gut ist. Ja, ein Waffenöl. Und dann kurz damit abreiben und der Rost ist weg. Und das sollte man sowieso von Zeit zu Zeit, weil Rost, ne, Metall, kaputt. Ansonsten kannst du die Dinge ja in der Erbschein schreiben. Das ist ja das für zu embossen, also erst über das Embossenkissen mit der Perle, in das Pulver und dann heiß Luft föhnen, damit du nicht die Flossen verbrennst. Das ist gut, Ede. Ich habe schon einige damit gemacht, viele. Und das ist, falls die Perle, die du hier dreht hast, innen noch Ecken hat oder so. Kann ja passieren. Dann gehst du da einfach mit dem Bohrer durch. Das ist ganz einfach. Und dann kann man auch Himmit, also die Kappen, die kann man dann mit dem Teil super schnell einfach drauf machen. Ja. Und das Teil ist nämlich für die Geräte. Und nein, man stellt die nicht so rum rein, das wäre grundverkehrt, weil da geht ja nicht, ne? Loch. Nee, da kannst du es richtig schön richtig feste da reinflumsen, wie du siehst. Jetzt sind hier drei Löcher und ich habe noch vier Teile. Also wenn da noch mehr Werkzeug kommen sollte irgendwann. Aber hier siehst du,
Ja, gut, die halte ich eigentlich immer gerne extra, weil die ja absolut passen. Ne, der passt eben nicht. Da habe ich mich vertutet. Der gehört nämlich hier hin. Ja, der gehört dazu. Gut. Dann habe ich es. Dann habe ich es. Und jetzt kann ich nämlich den Cleaner. Da ist nämlich, die sind ja in so Tütchen drin, ne? Und da ist auch immer ein Kärtchen bei und erklärt alles. Den Cleaner mit hier reintun. Und sogar das Ding. Und das fällt nicht um. Das fällt echt nicht um. Das bleibt so stehen. Und das ist sagenhaft. Das finde ich super gut. Anita, vielen, 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 vielen Dank. Also, ich freue mich riesig darüber. Und du hast ja schon wieder neue Papiere. Ich habe mir auch schon überlegt, man könnte ja auch mit dem Papier, ich habe mich ja noch nie geholt, ne? Ich war ja immer tapfer. Aber ach, ich werde mir wohl mal holen und dann mal gucken. Man könnte das ja mit Junk Journaling gut vereinen. Man kann solche Papiere ja auch im Junk Journal benutzen und dann noch die passenden Perlen dazu drehen. Also wirklich Ton in Ton, ne? Muster in Muster. Das wäre ja schon mal cool, oder? Ja, das hat, ist jetzt hier so was, die Bohren, das Glas ist ja voll. Aber dann biegst du ein bisschen da hin, dann ist gut, ne? Aber bleibt stehen. Also selbst für mich Schussel, ne? Ich hau da dran, aber das wackelt nur ein bisschen, da bleibt das wieder stehen. Ich finde, das ist. Ich dachte erst, Gott weiß, was das Material damals wieder draus kam. Hab mir hin und her überlegt, da dachte ich, nee, und dann habe ich jetzt lange Zeit vergessen und wirklich, demnächst habe ich gedacht, boah, hättest du doch. Jetzt kann ich mir nämlich ein extra Döschen machen. Ein Döschen nur dafür, damit die dann dabei bleiben. Ne? Da kann ich mir dann irgendwie hier an der Seite oder davor oder was weiß ich. Und das wäre noch was. Ich kann mir was aus Pappe bauen, wo ich dann dahinter extra für Papierperlen die Dingens, die Papiere hin tue. Hier vorne was Flaches, wo ich die Ösen habe und Perlchen. Mein Embossingpulver und dafür halte ich ja ein Embossingkissen extra, ne? Weil das versaut ein bisschen. Das würde ich nachher nicht mehr bei Stempel oder so nehmen, weil das nimmt ja auch teilweise die Farbe vom Papier an. Deswegen, ich habe wirklich zwei Embossingkissen. Da bin ich eigen. Also ich bin ein chaotischer Mensch, aber da bin ich super eigen. Wie sagt man so schön, da bin ich ein Monk, ja. Also da brauche ich wirklich extra. Oh, ich finde die so toll. Da glänzt ja super gut, ne? Das ist so. Ja, Silber sieht. Also Silber und Silber ist ein Unterschied. Silberfarben oder Silber, sagen wir so. Also ich sehe das direkt, ne? Warum weiß ich auch nicht. Ich kann nicht sehen. Ja doch. Guck. Oh ja, komm mal raus. Das ist Aluminium. Und das ist normales Metall. Und das ist richtiges Silber. Das sind drei verschiedene Silbertöne. Und wenn das jetzt nicht so spielen würde, wäre das doch noch besser, ne? Also, du siehst, das hat einen eigenen Glanz. Einen eigenen Farbton. Oh, ja, das war nämlich auch dem letzten Mal eine Idee. Und ich dachte, musst du unbedingt noch mal zu Betty gehen und zu Anita und ach danke Anita, ehrlich, ich freue mich wie Bolle darüber. Sie hat auch einen YouTube-Kanal, den verlinke ich euch da oben. Die Adresse vom Shop, die schreibe ich euch noch mal unten in die Infobox. Und nein, das ist jetzt keine Bedingung gewesen, dass ich dafür ein Video machen soll oder so. Das mache ich von mir aus. Warum? Es ist ein kleiner Shop. Ein kleines, ja, Familienunternehmen kann man sagen. Ich lese das mal so hin, könnt ihr das viel schöner sehen. Es ist wirklich ein kleines Unternehmen und so was unterstütze ich gern, sonst hätte ich auch damals nicht die Dinger beworben, das Werkzeug und das ist wirklich eins, das kannst du noch vererben, ne? Also ich finde das so super schön. Oh, der da ist es, glaube ich, ne? Ne, der da. Ach, ich weiß es nicht mehr. Ich habe hier die Zettel noch alle da. Ich vergesse das immer. Ne, ich meine doch damit. Ja, damit. Dann passt die nämlich hier drauf. Ja, der ist es für die zu drehen.
Den hatte ich nur damit reingetan, weil, damit ich halt nicht vergesse. Ja, jetzt saniert wieder. Ja, manchmal hat man ein Loch im Hirn. Und dann geht das nämlich hier auch mit dem Saubermachen innen. Und das ist ja für die Jumbo-Perlen für die richtig großen. Und das ist für so winzig kleinen und Spacer und das juckt in den Finger. Ja. Ich danke dir, Anita. Ich danke dir. Ich freue mich richtig tierisch, monstermäßig darüber und ich finde das echt so toll. Ja. Mal gucken, vielleicht setze ich die Idee ja wirklich um. Ich glaube schon. Weil das sind mordsmäßig schöne Papiere. Echt. Bei manchen habe ich mich geärgert, damals hatte ich mir sie nicht geholt habe, weil wenn sie weg sind, sind sie weg. Ne? Manche Designs, die bleiben länger und andere, die sind so schnell fort, da kannst du ja nicht gucken. Die müssen ja auch immer gucken, dass sie es bekommen. Ja. Manche machen sie ja. Naja, jedenfalls, geht mal gucken, das ist wunderschön. Auch so Schmuckzubehör haben die was da. Auch wunderschöne Sachen. Aber eben der Papierperlen drehen, das ist. Ich zeige euch da in Zukunft auch wieder mehr. Das habe ich nämlich echt vermisst. Und ich habe in letzter Zeit wirklich ungelogen daran gedacht und ja, jetzt macht das ja noch mehr Spaß. Da kann ich mir da hinstellen und ja, ihr seht es jetzt ja nicht, ne? Aber dann, da habe ich schon das Richtige da und ich glaube, da mache ich mir wirklich so einen Kasten drumrum, wo ich hinten die Papiere reinstellen kann. Vorne habe ich dann ein Fach für die Ösen und die Perlen und dann habe ich alles ordentlich zusammen. Ja. Ich meine, jemand müsste alles schön zusammen sein, ne? Obwohl, das geht nur in meine Holzbox, die ich habe. Da geht da auch rein. Ja? Ach ja. Dann sage ich euch danke für Zugucken. Patty, dir nochmal danke. Ich freue mich wahnsinnig darüber, ne? Ach, sind die schön. Bleibt gesund, Leute. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal.